Herzlich willkommen bei Sini macht Auge. Wir schauen uns heute mal auf Klo an, das ehemals oder immer noch, ich weiß es nicht, Funkformat. Vor 7 Jahren gab es das erste Video, dann hieß es vor irgendwie, weiß ich gar nicht, vor ein paar Wochen, sie würden aufhören. Jetzt auf einmal gibt es ein Video, da steht, es geht weiter. Das heißt, wir müssen hier mal rein und damit wir alle erstmal so ein bisschen checken, worum es geht, würde ich sagen, wir gucken uns mal das erste Video an von Auf Klo und ich muss schon, also ich habe schon gespoilert im Stream hier, ich habe Auf Klo nie geguckt. Ich habe das ist komplett an mir vorbeigegangen. Wir geben uns das. Ich habe das Gefühl, es wird komisch. Ich bin jetzt die ungepflegte Dicke. Alle denken, mir ist alles scheißegal. Hallo da draußen, ich bin die Mai und das ist Auf Klo. Ich finde das auch so geil, dass es Mai ist. Also, ihr müsst euch vorstellen, ich habe Mai viel später, also wirklich mit MyLab erst kennengelernt und dann irgendwie gedacht, ah krass, hier Chemie, so voll ihr Ding. Ich wusste gar nicht, dass die so ein Format am Start hatte. Ist auch so geil von ihrer Art her so. Hey, willkommen bei YouTube. Herzlich willkommen zu der allerersten Sendung. Da draußen gibt es sehr viele coole Frauen, coole Mädels und deswegen lade ich mir jede Woche eine coole Frau hierhin ein. Hänger mir heute. Man muss es, ey, positiv formuliert, muss ich sagen. Also Mai hat sich krass entwickelt. Also das ist ja von den Moderationsskills und von ihrer Art und von der Lockerheit ist das ja heute um Welten besser. Heute ist nicht nur eine coole Frau. Wie streng sie guckt. Bin eine coole Frau. Sondern bezeichnet sich auch als fett. Und warum sie das wieder cool findet, das erzählt sie euch gleich. Das finde ich auch cool. Also selbst. Hengame Yagobi Farah, geboren irgendwo in Norddeutschland, am internationalen Baklava-Tag, den 17. November. Hengame ist ein Novemberkind, durch und durch. Sie hasst Sommer, Sonne, Hitze. Ja, ich habe mal gehört, dass Menschen, die etwas mehr auf den Rippen haben, die produzieren auch mehr Körperwärme, glaube ich, ne? Für die ist natürlich Sommer und Hitze nochmal ein zusätzlicher Belastungsfaktor, möchte ich mal sagen. Deswegen kann ich diese Aussage natürlich nachvollziehen. Ich bin ja mehr so Typ Eidechse, wenn die Sonne rauskommt. So. Dafür liebt sie Pink, Beyoncé und zu Hause abhängen. Sie ist kein Mann, keine Frau. Smash the Binary. Soll heißen, ich bin irgendwas dazwischen. Und jetzt guck mich so. Häng. Okay. Total. Es ist so, also sie stellt sich da total selbstbewusst. Also sie smash the Binary. Sie ist weder Mann, weder Frau. Und dann kommt so total. The Binary. Soll heißen, ich bin irgendwas dazwischen. Und jetzt guck mich so. Hengame schreibt über Mode, Rassismus, Sexismus und den ganzen Scheiß. Für die ja, den ganzen Scheiß. Das Missy-Magazin und ihren Blog. Bei Instagram hat sie 2282 Follower. Wir sind einer davon. Hengames coolster Move ist das. Hä? Du bezeichnest dich gerne als fett. Warum ist das für dich in Ordnung und warum ist es für dich auch ein positiver Begriff? Also meistens sage ich eher dick als fett, aber... Hä? Das ist auch so strange. Das fängt so geil an. Also du bezeichnest dich ja selber als fett und findest das auch cool. Ja, meistens bezeichne ich mich aber als dick. Und gleich kommt, und ich finde das gar nicht so cool. So, oder was? Aber fett eben als politischer Begriff auch manchmal, weil voll oft ist es so, man sagt so, ich bin dick. Und dann sind alle so, nein, du bist gar nicht dick, du bist voll. Doch, das stimmt schon. Hübsch. Und hey, Moment. Das ist ja was Unterschiedliches. Kannst ja auch. Die sagen das so, als würde sich das ausschließen und nicht. Nö, du kannst ja auch hübsch sein und zu dick. Das geht ja trotzdem. Ich bin so, nein, ich bin dick und auch hübsch.
Gleichgültig. Immer am Schwitzen. Ungesund. Unsportlich. Hässlich. Faul. Ungepflegt. Lustig. Asexuell. Kindlich. Echt? Was ich zum Beispiel überhaupt nicht leiden kann, ist Übergewicht. Das war jetzt die Tabelle oder was? Okay. Wichtig, weil es so einfach so eine so was Normales oder was eine Norm sein soll, festlegt. Und dann ist die Frage natürlich, über welchem Gewicht oder unter welchem Gewicht. Und ich finde dick oder fett einfach so, man nennt die Sache bei dem, was es ist, so. Moment, ich mach mal ganz kurz, warte, hier, so. Hab ich das gut gemacht? Knackt mein Genick. Da ging es dann anscheinend schon los mit dem Übergewicht, dass man da ja irgendwie so eine Wertung drin sieht. Und zwar zu Recht. Aber ja, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. So, das kommt so ein bisschen aus dem englischsprachigen Raum, so Fat Activism, also Fettaktivismus, dass eben Fett positiv besetzt werden soll und nicht immer nur als eine Beleidigung oder als was Schlechtes. Voll viele Leute denken, dass dicke Leute automatisch ungesund sind und wollen sich so über die Gesundheit von jemandem so... Was? Leute denken, dass das... ...automatisch ungesund sind und wollen sich... Iss mal eine Banane. Das ist die Antwort auf, das ist ungesund, und dann sagt jemand, iss mal eine Banane. Okay, das ist so random alles. Natürlich ist starkes Übergewicht ist ungesund, ja. Ich finde, was mich hierbei immer so, was mich so verwundert ist, hier werden ja Sachen vermischt, ne? Hier wird dann auch immer gleich gesagt, ja, das ist dann immer so direkt, dann wird es beleidigend. Und dann würde ich immer sagen, nee, das muss man nicht machen. Man muss nicht beleidigen. Und das gibt ja auch immer Gründe, warum jemand dick ist. Und damit meine ich jetzt nicht einfach nur, dass die Person zu viel frisst, sondern dass das auch, dass da vielleicht auch irgendwie psychologisch was da zugrunde liegt, ja, was dann vielleicht in dem Konsum von übermäßig viel Kalorien gipfelt. Aber das hat doch nichts damit zu tun, dass man trotzdem bei der Wahrheit bleiben muss, dass das natürlich ungesund ist. Also ab einem gewissen Körperfettanteil ist es, es ist ja sogar eine Krankheit, also eine offizielle, oder beziehungsweise ist ja so, Adipositas ist ja für Ärzte ein Krankheitsbild. Das haben die ja nicht gemacht, weil die sich so dachten, boah geil, jetzt können wir endlich mal dicke Menschen fertig machen, lass mal eine Krankheit erfinden. Sich so über die Gesundheit von jemandem so unterhalten, was für mich ja gar nicht Sinn macht, weil man geht ja auch nicht auf die Straße zu Leuten, wenn sie irgendwie eine Wurst essen und sagen, iss lieber eine Banane. Frag mal die militante Veganerin. Ich glaube, die macht genau das. Auch so kurz vor meiner Einschulung waren wir bei so Freunden von meinen Eltern und ich wollte mir so Schokolade nehmen und dann kam die eine zu mir und war so, nee, lass das mal hier. Nee, du nicht, alle anderen schon. Genau. Ja. Ja, im Grunde eigentlich, hatte auch mal letztens das Dilemma. Ich formuliere es mal ganz anonym, damit das Ganze nicht auf mich zurückfällt. Ich war in einer Runde zu Gast und da waren auch Kinder von anderen Menschen und die waren etwas beleibter und ich sah zu, wie sie sehr viele Kalorien in sich reinschaufelten. Und ich war wirklich in diesem Dilemma, dass ich so dachte, was machst du jetzt eigentlich? Also sagst eigentlich nichts, ne? Besser nichts sagen. Genau was jetzt die Szene, die sie gerade beschreibt. Eigentlich, ja, das ist ja voll unverschämt, wenn ich jetzt sagen würde, ey, ich weiß nicht, ob du dir gerade irgendwie das fünfte Raffaello mit 4 Litern Fanta reindrücken solltest. Ist vielleicht eine doofe Idee. Hey, lass das mal lieber. Auf der anderen Seite kommt es mir dann fast schon so vor wie, unterlassene Hilfeleistung fast schon. Also dass ich mir denke, boah krass, das wird noch ein richtig krasses Problem für diese Person. Es ist wahrscheinlich der falsche Anlass und ich bin die falsche Person, das anzusprechen. Aber dann frage ich mich wieder, wer ist denn die richtige Person und wann ist der richtige Anlass, das anzusprechen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich bin eher immer so, dass ich sage,
eher ansprechen. Also wenn, ich mache mal jetzt extra den Vergleich, wenn dann ich merke, jemand trinkt sich irgendwie krass ein über den Durst, dann wäre ich auch die Person, dass ich sage, ey, tritt mal ein bisschen auf die Bremse. Ich glaube, es reicht. So. Finde ich nicht schlimm. Also es ist ja nicht, aber keine Ahnung, anscheinend will man das nicht. Genau, weil du bist dick und du wirst bald eingeschult. Und wenn du dann nach vorne gehst, dann sind alle typisch Ausländer, alle dick. Warum hält die sich die Nase zu? wenn man die Szene einfach mal nur so sieht, dann hat man so das Gefühl, sie wendet sich ab. Achtet mal drauf, die Körpersprache. Gut. Und wenn du dann nach vorne gehst, dann sind alle typisch Ausländer, alle dick. Ich wusste so für alle sozusagen. Im Chat schreibt gerade, ist asiatische Kultur, ist das so? Und man macht das so? So, als würde jemand stinken. Repräsentativ sein. Ich bin dann so der Ausländer-Represent quasi. Was ist das Bescheuertste, was jemand mal zu dir gesagt hat über dein Gewicht? Es fängt für mich schon an, wenn Leute einfach zu mir kommen und sagen, du hast aber zugenommen oder hast du abgenommen, weil das immer schon so bewertend ist. Also abnehmen ist gut und zunehmen. Geht so. Bei magersüchtigen Personen ist es eher nicht gut. Bei Menschen, die vielleicht auch ja, krankheitsbedingt viel abgenommen haben, ist die Aussage auch nicht gut. Also wenn jemand, weiß ich nicht, mit, keine Ahnung, gibt ja viele Möglichkeiten, irgendeine Autoimmunerkrankung, Krebserkrankung oder ganz viel Stress hat, dann könnte die Person auch abgenommen haben und dann würde man sagen, hey, du hast aber abgenommen. Das muss nicht zwangsläufig, ja, das ist nicht immer, das eine ist immer gut, das andere ist irgendwie immer schlecht. Ist schlecht und ich frage mich, warum muss man überhaupt meinen Körper so kommentieren? Das ist immer, das ist, ich verstehe den, also auch da, ne, ich finde, man muss da differenzieren. Dieses, irgendwann hat sich ja jetzt auch so in dieser Intersektionalsphäre so eingebürgert, wir kommentieren nie wieder den Körper oder das Aussehen einer anderen Person. Und ich gehe dazu, boah, ich weiß gar nicht, ich meine jetzt mal so roundabout, ich gehe so zu 80-90% gehe ich mit. Ja? Die meisten Kommentare brauche ich nicht, also gerade bei Sachen, die jemand auch nicht ändern kann. Ne? Ich finde, man muss nicht, weiß ich nicht, die Nase von jemandem kommentieren. Einfach nur, boah, du hast aber eine große oder eine, weiß ich nicht, eine hakige Nase oder irgendwie sowas. Muss man nicht machen. Wieso sollte man das tun? Dann finde ich aber auf der anderen Seite, wenn einfach alles zu einem Problem ist, zu einem Problem wird, dann, also wenn man gar nichts mehr kommentieren kann, dann drehe ich den Spieß gerne wieder um und sage, okay, warum triggert dich alles? Warum ist es so, dass jeglicher Kommentar zu irgendwas an dir dich schon so aus der Haut fahren lässt? Ja, das ist doch merkwürdig. Dann bist du ja anscheinend nicht mit dir im Reinen. Weil wenn du mit dir im Reinen bist, dann müsstest du eigentlich unempfindlich dafür sein, was andere sagen. Und vor allem müsstest du unempfindlich sein bei Personen, die dir nicht nahestehen. Also wenn irgendwer da draußen und vor allem natürlich im Social Media oder so scheiß Kommentare darüber gibt, ja, keine Ahnung, wer ist das? Interessiert mich nicht. Wenn meine näheren Personen etwas zu mir sagen, dann ist es ja eher so, dass man sagt, okay, vielleicht, warum sagen die das? Hat das vielleicht einen Grund? Also, oder ist da vielleicht wirklich was, was ich selber nicht mehr sehen will? Also, ne, gerade wenn man jetzt zum Beispiel neueste Trends, Schönheitswahn, sich irgendwie alles hier im Gesicht mit Hyaluron und Botox vollmatschen und so. Wieso dürfte ich da als Bekannter, als Freund im Freundeskreis nichts zu sagen? Warum nicht? Ich kann das doch kommentieren, ich kann auch sagen, krass, sieht aus, als hättest du irgendwie krasse Probleme. Willst du die vielleicht mal anders angehen, als dir immer welche weiter irgendwas Zeug ins Gesicht zu drücken? Du hast was Witziges geschrieben, und zwar, dass Leute denken, dass Dicke lustig sind. Mhm. Geht so. Das zustande. Ja, ich glaube, dass die meisten dicken Personen, die man irgendwie in Medien sieht, sind entweder Comedians oder Leute, über die sich lustig gemacht wird. Also wenn ich jetzt irgendwie tanze, dann ist es nicht cool, immer lustig, so okay, mein Fett schwabbelt,
ich schwitze, ich laufe rot an oder so, ist sofort lustig. Dann frage ich mich oft, bin ich... Weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht so lustig. Bin ich lustig, weil ich dick bin oder bin ich dick, weil ich lustig bin? Oder bin ich einfach lustig? Ich glaube, du bist einfach nur lustig. Ich glaube auch. Yeah. Und zwar. Oh Gott. Was ist denn das für, Einblendungen? Machen wir eine Baklava Beyoncé Challenge. Was kommt jetzt? Das sind die Songs. Was ist das jetzt für ein Feeding-Format? So. Yeah. Sag mal was Lustiges. Oh Gott. Eins. Ey, was geht denn jetzt? Was ist das? Was ist da? Ist da Baklava mit Walnuss? Das macht man nicht. Baklava muss immer Pistazie. Also ein bisschen sieht es grün aus. Ey, warum stell die sich so an? Okay, das war's für dich. Okay, dann zieh mal den Song. Schön mit der Baklava-Hand. Also die sitzen auf einem verransten Klo, drücken sich jetzt 15 Baklava ins Maul. Was sagen? If I were a boy. Single Ladies von Beyoncé. Die verschluckt sich gleich. Hat man sofort erkannt. Mm. Mm. Was ist? Scheiße, aber. Nein, ich hab's weggemacht. Ah. Ich bin jetzt die. Nein, Mann, wo waren wir denn? Hier, da war dieser komische. Und, nee, wir waren schon beim Fressen. Da war schon wieder so eine Einblendung. Ah. Halo. Ich such's schon mal raus. Das ist ja ganz schlimm. Oh, oh, jetzt ist sie alleine mit dem Baklava. Oh nein, ist das eklig. Okay. Er hat die gerade gesagt, Baklava ist eklig. Ist rassistisch. Okay, du musst jetzt noch Halo abspielen. Ja. Das ist jetzt so deine Hymne. Ja. Jetzt kommen wir endlich zum interessanten Teil. Ich habe Angst, aber YOLO. Dass du nicht satt wirst, oder? Ne? Sagt man so schön im Deutschen. Okay. Nicht spucken. Weißt du, was das Schlimme an solchen Formaten ist? Du kannst, glaube ich, wirklich der netteste Mensch auf der Welt sein. Dieses Format will doch, das will doch in dir das Böse triggern, oder? Also ganz ehrlich. Crazy love. Ich gebe diesen Formaten die Schuld. Die machen was aus mir. Das war ich eigentlich gar nicht. Oh, a Survivor. Aber das ist Destiny's Child. Ach so, ja, egal. Ja, Asoli Ger schreibt, ich verstehe das Format nicht. Ich auch nicht. Also, das ist 7 Jahre alt. Mai sitzt auf Klo, drückt sich Baklava mit einer Dicken rein und sie machen Songraten. Mm-hmm. Around the world, girls. Ich wusste gar nicht, dass ich das damals mitfinanziert habe. Cool. Jetzt mache ich 7 Jahre später mache ich eine Reaction dazu und hole mir mein scheiß Geld zurück. Dünner Mann mit Bierbauch
ist ungesünder nach aktuellem wissenschaftlichen Stand als jemand mit viel Drunk in the Trunk. Nur weil man dick ist, ist man noch lange nicht ungesund, denn es geht um eine faire Verteilung des Körperfetts oder um eine sinnvolle. Wenn man Fett am Bauch hat, dann ist das, steigert das die Risiken für manche Krankheiten wie Diabetes. Wenn man aber Fett voll krass, dass das jetzt gerade erwähnt wird. Das finde ich gut. Aber wahrscheinlich war das so Mais Ding, die saß dann da irgendwann, nachdem die sich da 2 Kilo Baklava reingedrückt haben, dann hat die gesagt, stopp. Ich muss jetzt hier was dazu sagen, das können wir so nicht senden. Sorry. Ich muss jetzt einmal klarstellen, dass Fett sein nicht okay ist. Hüft-, Po- und Beinbereich hat, also viel Junk in the Trunk hat, kann das positive Effekte haben, die sogar die negativen Effekte des Bauchfetts kompensieren können. Sag ich ja. Ich glaube, sie hat nicht von dir gesprochen. Ich wurde auch früher immer geärgert. Also ich wurde auch geärgert wegen meiner Nase. Meine Eltern wollten früher immer, dass ich mir die Nase operiere, weil sie ihrer Meinung nach zu kanackisch ist. Was? Okay, sogar die Eltern. Okay, ja gut, da verstehe ich auch. Wenn man solche lieben Eltern hat, dann ist nachher Frustessen wahrscheinlich angesagt. Deine Nase ist doch mal so voll normal. Aber die wollten, Leo, dass ich so eine Stupsnase habe wie du. Nee. Okay, weil, jetzt echt? Weil ich glaube, Asiaten wollen immer eine höhere Nase haben. Kennst du noch diese 3D-Bilder, wo man so nah rangehen soll und so langsam rausgehen, ja. Dann kommt das raus. Ja. Dann haben die mich immer geärgert und gemeint, man muss so nah an mich rangehen, so langsam zurückgehen. Vielleicht kommt da die Nase raus. Naja, jetzt habe ich eine andere Problemzone. Jetzt ist die Problemzone von mir die Gesellschaft, die mir das... Die Gesellschaft ist das Problem. Ich müsste Problemzonen haben. Deep. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Wenn die Gesellschaft weggeht, geht meine Problemzone weg, ganz genau. Also, abbauen. Yeah. Das ist ja grundsätzlich der Punkt, ne? Das habe ich auch schon öfter mal in meinen Videos auch gesagt. Also, das sind eben diese zwei Ansätze. Du kannst sagen, wenn irgendwas schlecht ist, entweder versuche ich mein Umfeld zu ändern, ja, oder ich versuche mich zu ändern. Also mit ändern meine ich auch einfach nur jetzt, man muss sich ja selber nicht mal verändern. Du musst halt, deine Einstellung kann ja auch sein. Also einfach, dass man sagt, lasse ich das jetzt an mich rankommen oder nicht? Oder muss ich jetzt den Kampf gehen und sagen, ich muss die ganze Gesellschaft dazu bringen, eine Sache anders zu sehen? Und ich würde einfach sagen, nach all den Jahren würde ich Leuten immer raten, gib nicht zu viel Hoffnung in die Gesellschaft. Versuch nicht, also mach nicht dein persönliches Lebensglück davon abhängig, was irgendwer sagt. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du nie zufrieden sein wirst. Ich meine, es ist ja auch logisch. Also du kannst ja erstmal so diese 0-100-Regelung dir überlegen. Also müsste die gesamte Gesellschaft, also wirklich 100%, müssten alle aufhören, zum Beispiel Körper zu kommentieren. Und erst dann wärst du in der Lage, glücklich zu sein. Wenn das so ist, dann kann ich dir garantieren, dann wirst du niemals glücklich. Weil dass alle das machen, das wird niemals passieren. Das passiert einfach nicht. Und spätestens, wenn man das eigentlich verstanden hat, kann man sich sagen, ja, dann brauche ich auch nicht warten, bis es 90 oder 80 oder 70% gerafft haben, sondern dann mache ich doch den schnelleren Weg und sage, ich stelle mir selber die Frage, stört es mich? Wenn es mich selber stört, zum Beispiel mein Körpergewicht, ja, dann gibt es keinen Weg dran vorbei, dann muss ich selber daran und was daran ändern. Oder ich sage, okay, es stört mich nicht, dann ist mir aber auch egal, was die Leute sagen. Ist eigentlich ziemlich easy. Das war die erste Folge von Auf Klo. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, Henkamee, dass du dabei warst. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr es fandet oder welche Problemzonen ihr habt oder wie viel Baklavas in euren Mund passen. Und bis zum nächsten Mal. Muss ich das noch kommentieren? Kann man das überhaupt noch kommentieren? Nee. Schade. Hey, die hat gesagt, ich soll das kommentieren. So, jetzt 7 Jahre später oder 8 Jahre, keine Ahnung, ist das Ganze, es geht weiter. 4 Minuten, das kriegen wir noch hin, danach ist Bettzeit. Leute,
wir haben News. Sind die eigentlich noch jung genug für das Format? Ich habe immer gehört, irgendwie, die wollen doch irgendwie bis 29, die sind doch schon Mitte 30, oder nicht? Funk will doch noch für junge Menschen sein. Ihr habt richtig gelesen. Es geht weiter mit dem letzten Gespräch. Und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, hä, war das alles ein Scam oder was? Ey, Moment, hier im Chat schreibt gerade jemand Age-Shaming. Nein, nicht Shaming. Age-Analyzing. Also, ich bin ja auch zu alt für Funk. Ich hatte doch dieses große Abschiedsvideo, habt rumgeheult, was für krasse 8 Jahre das waren. Und jetzt geht alles weiter wie vorher, oder was? Ganz so ist es aber nicht. Wie es jetzt weitergeht, worauf ihr gespannt sein dürft und warum wir eure Hilfe brauchen, das erfahrt ihr in diesem Video. Muss ich irgendwo einen Euro hinüberweisen? Das kriege ich hin. Also erstmal vorab, auf Klo ist wirklich vorbei. Ja, und die Gründe dafür, die haben wir auch im Abschiedsvideo aufgeklärt. Es brauchte einfach was Neues. Es war einfach over. Und mit das letzte Gespräch hatten wir eine neue Idee und wollten ein Format an den Start bringen, in dem es um eben so Themen wie Konfliktlösung und Kommunikation geht. Und zwar... Finde ich gut. Das sind meine Themen. Anders als dieser ganze Beef sonst auf YouTube so stattfindet. Es ist auch wahr, dass ich hätte eher was sagen sollen. Auf jeden Fall, das sehe ich absolut ganz genauso. Es tut mir total leid, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe dir so viele Chancen gegeben. Und? Ja, okay, es ist natürlich immer noch Cringe-TV, ne? Also Leuten ihre emotionalen Trennung zugucken. Wir wollten damit eben auch einen Ort schaffen, in dem ihr eure Konflikte thematisieren könnt und tatsächlich sagen könnt, ey, ich brauche einen Umut so, ich will da mal wirklich meinen Stress lösen. Glaubst du, es wird der Moment kommen, an dem du nicht mal sagst, ich habe einen Sohn, der jetzt eine Tochter ist, sondern wenn Menschen fragen, einfach sagst, ja, ich habe eine Tochter, Punkt. Das Ding ist aber, wir wussten nicht, ob es funktionieren wird und ob... Ich weiß nicht. Ich finde das immer noch alles komisch, dass man... Also... Ich schreibe gerade hier im Chat. Ich sehe Kuchen-TV und Shoyoka bei dem Format. Das wäre so geil. Dann sitzen die beide da so. Und dann kommt hier der Umut irgendwie rein so, ja... Wollt ihr nicht mal beide irgendwie zugeben, dass ihr vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen seid? Und dann drehen sich so Shoyoka und Kuchen beide zu ihm hin und sagen, du bist der Nächste. Ob ihr da wirklich Lust drauf habt? Und die ersten Videos, die liefen auch so ein bisschen holprig an. Aber bei den letzten haben wir vor allem gesehen, dass ihr da Lust drauf habt. Und ich liebe, dass eure Kommentare zum Schluss wirklich erhört wurden. Und dass wirklich gesehen wurde, auch das Funk... Check, dass ihr darauf Bock habt. So, wir haben ist krass, ne? Wie die auch so feedback-abhängig sind. Das ist im Grunde für mich eines der mittlerweile, also gerade wenn man sich überlegt, öffentlich-rechtliche Gelder, dann aufs Feedback zu gucken und das davon abhängig zu machen, finde das irgendwie falsch, weil setz dich doch mit 10 klugen Leuten hin und dann entscheidet ihr, ist das sinnvoll, ist das gut? Aber dieses, also vor allem was in den Kommentaren, also ich meine jetzt mit Feedback nicht, wenn jetzt jemand wirklich sich hinsetzt und in einem längeren Video, der Parabelritter hatte ja mal auch was zu Funk gemacht, in einem längeren Video erklärt, wo er vielleicht Probleme sieht, das meine ich nicht. Ich meine jetzt wirklich so dieses, die Kommentarsektion, das ist so dein Gradmesser dafür, ob du weitermachst oder wie du machst, was du machst mit Klicks und so, ich weiß nicht. Also so gesehen müsste man ja sagen, ja, dann ist doch, da macht Kuchen-TV auch alles richtig. Also jedes Video von ihm über Shoyoka ist ein absoluter Banger, tausende Kommentare, alle sagen, er soll weitermachen. Das Feedback ist ja top. Also, komische Begründung. Wir haben so viele Mails am Ende bekommen, wo klar wurde, ach so, ihr wolltet ja auch noch irgendwie daran teilnehmen. Ich habe DMs bekommen und mich natürlich dadurch auch umso mehr gefreut, als ich wusste, es geht tatsächlich weiter. Umso mehr? Ich habe umso mehr verstanden. Was? Danke. Habe ich was in den Ohren?
umso mehr. Dass überall in den Kommentaren stand, hey, der Umut, der hat seine Sache super gemacht, Funk, lass den nicht fallen. Ich bin selber großer Fan vom letzten Gespräch, weil ich das echt cool finde, dass Menschen sich vor der Kamera öffnen und ihre Konflikte besprechen und dass wir damit aber auch so ein bisschen euch zeigen können, ja, über Konflikte darf man reden, auch wenn es manchmal vielleicht wehtut. Also Bums so mehr, Bums am Meer. Ich bin immer noch nicht sicher, ob dieses Konzept, wir stellen eine Kamera auf und also unterscheidet sich das großartig zu irgendwelchen RTL2-Formaten? Ist das nicht am Ende auch irgendwie einfach nur so ein Voyeurismus, dass man so Bock hat an so persönlichen Schicksalen oder so teilzunehmen, dass man da so nah dran ist? Was wir aber auch gemerkt haben, ist, dass sich eben das letzte Gespräch total entfernt hat von den Themen, die sonst auf diesem YouTube-Kanal von Auf Klo stattgefunden haben. Ja, ihr habt uns ja kennengelernt als Interviewformat, das irgendwie einen beim Erwachsenwerden begleitet, Tabuthemen thematisiert. Ich habe ein Video über die 10 Sextoys, die du noch nicht kanntest, gemacht. Da hat sich ja einiges verändert. Und da haben wir einfach gemerkt, das braucht einen eigenen Kanal. Richtig, es wird einen neuen Kanal geben, aber keine Sorge, dieser bleibt natürlich erhalten. Alle Videos bleiben online. Wie haben wir uns zum Glück das Ganze vorgestellt? Wir wissen, nicht nur ihr, sondern auch wir haben hohe Ansprüche an dieses Format und es lohnt sich, da ins Feintuning zu gehen, und das braucht eben auch noch ein bisschen Zeit. Ab Mitte, Ende Oktober geht's los mit den neuen Folgen vom letzten Gespräch. Aber warum erzählen wir euch jetzt schon davon? Uns ist super wichtig, dass ihr das letzte Gespräch gerne schaut. Deshalb wird's hier immer wieder auf diesem Kanal Umfragen geben, wo wir euch um eure Meinung bitten. Ihr könnt natürlich auch jederzeit eine Mail schreiben und euer Feedback mitteilen. Wir freuen uns über jede Nachricht. Und ganz wichtig, wir wollen natürlich eure Geschichten hören. Also meldet euch bei uns, wenn ihr euren Konflikt bei dem letzten Gespräch angeht. Ich überlege gerade, habe ich irgendeinen Konflikt, dass mich mal melden könnte? Ich will da gar nicht so negativ rangehen. Also ich will jetzt auch nicht hier sitzen und so Hate-Watch-mäßig einfach sagen so, hahaha, ich versuche jetzt alles so krampfhaft doof zu finden. Wie gesagt, ich habe so meine Zweifel, ob dieses sehr auf der emotionalen und persönlichen Ebene stattfindende Konfliktlösen vor Kamera mit irgendeinem Schalträger, der dann sich da einschaltet. Ich fühle das nicht, weil ich habe immer das Gefühl, wenn die Kamera läuft, dann sind doch Menschen anders. Also ich bin auch anders hier. Das müsste man schon, aber vielleicht täusche ich mich. Ja? Also mein Gefühl ist, man müsste das wirklich so hinbekommen, dass die Leute irgendwann vergessen, dass die Kamera da ist. Aber ja, oder ich hätte schon Bock, aber ich habe, glaube ich, zu wenig krasse Konflikte. Also ich möchte mich mit Waldi da hinsetzen. Um die Wartezeit. Waldi, was denn los? Warum stalkst du mich schon wieder? Zur neuen Folge zu verkürzen, haben wir uns aber auch was ausgedacht. Wir fragen uns, wie geht's eigentlich unseren Teilnehmenden nach dem letzten Gespräch? Das sind wir jetzt nicht mehr. Ich war schon wieder mal. Das freut mich sehr. Das sind Tränen der Erleichterung. Ich kann mir vorstellen, dass der Punkt kommt, wo ich sage, ich habe eine Tochter. Welches Follow-up würdet ihr also gerne mal sehen? Schreibt uns das in die Kommentare. Jetzt kommt ihr hier zu diesem neuen Kanal, das letzte Gespräch. Den solltet ihr auf jeden Fall abonnieren, ist ja klar, ne? Und auch bitte die Glocke aktivieren, damit ihr eben keine der neuen Folgen verpasst. Wir verlinken außerdem, falls ihr das verpasst habt, eine Folge von das letzte Gespräch. Ich muss das auf jeden Fall abonnieren, nicht verpassen. Hier erstmal rein da. Subscribe. Das ist das letzte Gespräch. Hier bei uns treffen immer zwei Menschen. Ist das jetzt eigentlich dann immer noch Funk oder hat ihr das gesagt? Dim, 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 dim. Jo, Funk. Go Funk. Funk, 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 Funk. Ja, war noch Geld da. Nämlich mit Sarah und ihrem Vater Sven. Die könnt ihr euch in der Wartezeit noch reinziehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, ich bin gespannt. Müssen wir uns auf jeden Fall geben. Und ich versuche dann auch wirklich, mich dem mal zu öffnen. Nicht einfach nur den Kasper machen und immer alles lächerlich und dumm finden, sondern ich öffne mich dem. Ich bin aufgeschlossen. Bin gar nicht so scheiße. So,
Genau, ich muss ja noch Stopp drücken. Tschö, YouTube!